Oh, schon wieder ein Geburtstag. Ich will nicht alt werden. Happy Birthday. Hier ist dein Geschenk. Ihr Lieben, gratuliert Daddy zum Geburtstag, indem ihr auf den Like-Button drückt. Wow, was ist das? Ein Ei? Wer ist da drin? Oh, das ist Baby Opella. Was für ein süßes kleines Vögelchen. Bin gleich wieder da. Happy Birthday, Daddy. Geburtstage machen mich krank. Die gute Nachricht ist, dass ich einen Truthahn habe. Hände weg. Der ist für die Gäste. Heilige Limo, ich habe die Kaugummi-Limonade vergessen. Bin gleich wieder da. Sie ist echt schusselig. Zum Glück kann ich den Truthahn essen. Behalte deine Langarme für dich. Oh, die Gäste sind da. Gäste, Gäste. Sie sind nicht besser als Schädlinge. Oh, Huggy. Hey, mein pelziger Freund. Was gibt's, Bro? Das ist ja ewig her. Ja? Okay. Komm in die Küche. Oh, komm auch mit. Setzt euch. Es gibt aber nur einen Stuhl. Hier ist dein Geschenk. Ist das für mich? Wow, was ist da drin? Heilige Longlegs. Ein Kaugummiball. Kaugummi aus allen Ecken der Stadt. Warte. Jetzt ist der Ball komplett. Hier kommt mein Geschenk, Daddy. Du wirst es lieben. Ja, danke. Alles Gute, Daddy. Ein Geburtstag? Ich habe kein Geschenk. Ich hatte diesen Ball in der Schule. Die Kaugummipreise sind heutzutage verrückt. Beweg dich. Steh auf, Bam Bam. Das ist mein Platz. Alles Gute, Daddy. Das Geschenk ist riesig. Was ist da drin? Ein goldenes Ei? Das ist das beste Geschenk aller Zeiten. Ich werde es so platzieren, dass es jeder sehen kann. Was zum... Oh, Daddy. Ich will, dass du dich an den Tisch setzt. Beeil dich. Na, ihr? Es ist Kaufzeit. Frischer Kaugummi für alle. Yum, yum. Opella, hau rein. Nee, danke. Ich bin auf einer speziellen Diät. Ich glaube, sie hat keine Ahnung, woher diese Chicken Wings kommen. Okay, guten Appetit. Huggy, hast du das letzte Huggy-Beispiel gesehen? Ups, tut mir leid. Prost auf meine Gesundheit. Yay! Alles Gute für mich. Alles Gute. Leute, ich brauche einen Moment. Das ist ein Anruf von der Arbeit. Ich muss rangehen. Oh, das war zu viel Kaugummi. Mir ist schlecht. Da lang. Mir ist kalt. Ich werde meinen Pelzmantel holen. Aber du hast doch Federn. Sind alle weg? Bin ich allein? Oh, wen kümmert's? Ich werde den ganzen Kaugummi selbst essen. Irgendwas ist passiert. Das Ei. Was ist denn? Geht's dir gut? Mein Bauch tut weh. Mein Ei. Es wurde gestohlen. Wer steckt dahinter? Sie. Er. Stopp. Ich werde diesen Fall lösen. Sonst wäre ich nicht der beste Detektiv in Poppy Playtime. Ich werde herausfinden, wer von euch mein goldenes Ei gestohlen hat. Aber vorher schließe ich die Türen, damit niemand entkommen kann. Erinnert ihr euch an den Türcode? Kommentiert ihn unten.
Nicht in meine Notizen gucken. Husch. Huggy, du hast das Ei gestohlen. Gib's zu. Ich sehe es an deinen Augen. Was? Oh, Pilla, beruhig dich erstmal. Setz dich hin. Du bist auch gleich dran. Ihr seid alle verdächtig. Aber wer hatte das Motiv und die Gelegenheit, mein kostbares Ei zu stehlen? Oh, Pilla? Ben-Ben? Huggy Wuggy? Was meint ihr? Wer hat den Raub des Jahrhunderts begangen? Helft mir, den Dieb zu finden und kommentiert eure Vermutungen unten. Wir fangen mit dir an, Huggy. Ich werde dich an einen Lügendetektor anschließen. Ich werde die Wahrheit ans Licht bringen. Dann lass uns reden, Huggy. Gib's zu, du hast das Klopapier gestohlen. Nein, Lügner. Okay, nimm es zurück. Ich wusste es. Nächste Frage. Hast du auf diesen Haus schon herumgekaut? Ich? Nein. Eine Lüge. Jetzt kommt die große Frage. Hast du das goldene Ei gestohlen? Ich? Nein. Hab ich nicht. Du sagst die Wahrheit. Mist. Detektiv Daddy gibt nicht so schnell auf. Wo warst du um Punkt 15.05 Uhr? Sag schon. Heilige Kissy Missy. Komm, Daddy. Ich zeig dir was. Schau, du hast eine Überwachungskamera. Du kannst selbst sehen, was ich um 15.05 Uhr gemacht habe. Ich habe telefoniert. Das ist ein wasserdichtes Alibi. Also, eines wissen wir ganz sicher. Jemand in diesem Raum hat mein goldenes Ei gestohlen und will es nicht zugeben. Wie finde ich heraus, wer es war? Oh, stimmt. Es gibt eine narrensichere Methode. Ene, mene, mu. Das warst du. Du hast mein Ei gestohlen. Nein, hab ich nicht. Alles deutet auf dich hin. Nein. Hör auf mit dem Theater, oh Pilla. Die Gerechtigkeit siegt immer. Keine Sorge. Also, so ist es passiert. Wir feierten gerade meinen Geburtstag, als aus dem Nichts. Happy Birthday, Daddy. Alles Gute, Daddy. So, so, so. Es ist 15.05 Uhr und Huggy telefoniert gerade. Du hast deine Bauchschmerzen vorgetäuscht, um unsere Freundlichkeit auszunutzen und hast das Zimmer verlassen. Okay, weiter geht's. Du hast nicht damit gerechnet, Huggy zu treffen. Und doch bist du in den Raum gegangen. Danach kam deine Schurkennatur zum Vorschein. Du hast das Ei gegriffen. Du hast es in einem Kissen versteckt. Ich meine, wo sonst? Das ist ein perfektes Verbrechen. Puh, Daddy, nicht gucken. Das war's. Das war ein Kinderspiel. Ben-Ben hat also das Ei gestohlen und es im Kissen versteckt. Du bist schuldig. Hä? Nein, hör auf zu lügen. Du bist schuldig und ich werde es beweisen. Hier ist der Hauptbeweis. In diesem Kissen hat Ben-Ben das Ei versteckt. Was für ein abgekatertes Spiel. Da ist nichts. Okay. Ich habe es nicht ganz durchdacht. Wenn wir Ben-Ben und Huggy Wuggy ausschließen, gibt es nur noch einen Verdächtigen. Oh, Pilla! Was? Nein! Warum sollte ich mein eigenes Ei stehlen? Ist doch ganz einfach. Die Antwort findest du in diesem Ordner. Du, mein Vogel, hast eine Millionenversicherung für das goldene Ei. Das ist also dein Masterplan. Du stiehlst das Ei selbst. Holst dir die Auszahlung und wirst der reichste Vogel aller Zeiten. Also was du es, Vögelchen. Hey, hört auf zu streiten. So ist es passiert. Wir hatten eine Geburtstagsparty. Pünktlich um 15.05 Uhr ging Huggy raus, um zu telefonieren. Danach ging Ben-Ben raus, weil ihm schlecht war.
während Opilla so tat, als sei ihr kalt. Sie hat sich also ihren Mantel geholt. Ich halte das nicht mehr aus. Ich beobachte dich, Daddy. Du hast dir im Flur schnell einen Mantel angezogen. Aber warum bist du ins Wohnzimmer gerannt? Hier ist der Grund. Du hast dich als Leopard getarnt, damit niemand merkt, dass du es bist. Und dann hast du das Ei gestohlen. Bingo! Du wolltest der erste Millionenvogel der Geschichte sein. Oh, naiver Vogel. Du warst auf Wolke 7. Oh. Wenn ihr Daddy Longlegs austricksen wollt, müsst ihr euch was Besseres ausdenken. Der Fall ist fast gelöst. Du warst es, Opilla. Es passt alles zusammen. Nein, das stimmt nicht. Das ist der Leopardenbeweis. Alles, was wir tun müssen, ist das Ei zu finden. Es ist in der Kiste. Nein. Oh, im Koffer. Auch nicht? Dann ist es im Rucksack. Wie findet man ein reiches Huhn? Du bist zurück. Es ist persönlich. So viel zur Opilla-Theorie. Was habe ich nur übersehen? Wer hat das Ei gestohlen? Die Antwort liegt mir auf der Zunge. Ich muss nachdenken. Das Ei kann nicht von alleine weggegangen sein. Genug, es nervt langsam. Ich bin unschuldig. Und du auch. Wir müssen nach Hause. Los, steht auf und kommt mit. Moment. Was ist das? Zu viele Zufälle. Hey. Stopp. Kommt alle zurück. Es gibt einen neuen Verdächtigen. Es ist Kissimissi. Kissimissi? Was ist mit ihr? Das ist eine sehr gute Frage. Sie ist hier, in Huggy Wuggy. Du kannst mich nicht austricksen. Deine Verkleidung ist weg, Kissimissi. Ich habe es von Anfang an vermutet. Hä? Keiner ist vertrauenswürdig. Oh nein, ich bin aufgeflogen. Der geniale Detektiv Daddy Longlegs wird euch sagen, was los war. Kissimissi hat ein Auge auf das goldene Ei geworfen. Mit Huggy als ihren Komplizen schmiedeten sie einen Plan. Kissi färbte sich blau. Danach sagte sie zu Huggy Wuggy, dass alles bereit sei und sie loslegen könnten. Während die blaue Kissimissi angeblich telefonierte, schlich sich der echte Huggy ins Zimmer, um das Ei zu stehlen. Netter Plan, Kissi. Und doch ist er nicht so genial wie ich. Aufgepasst, Leute. Hier ist der echte Huggy Wuggy. Hey, das kann nicht sein. Jetzt kannst du nichts mehr klauen. Ich hab Kaugummi. Perfektes Timing. Danke. Wo sind die Gäste? Alle sind weg. Lange Geschichte. Oh, was ist das? Das sind meine Geschenke. Ich habe eine Idee. Los, Daddy. Ich bin erledigt. Später, okay? Komm schon. Das wird lustig. Kann ich ein Pokémon haben? Gib mir einen Moment. Keine Bewegung. Das ist ein Überfall. Hände hoch. Wer seid ihr? Kommt mir denn nicht bekannt vor? Blöde Masken. Ist das besser so? Her mit dem Pokémon. Hi. Ich nehme meine andere Waffe. Komm, steig in mein Pokégewehr. Nein, nein, nein. Steig jetzt sofort ein. Wenn ich so darüber nachdenke, wenn dieses Video 50.000 Likes bekommt, werde ich dir nichts tun. Nein, nein, nein. Ihr müsst mir helfen. Das Video muss 50.000 Likes bekommen. Pichu gehört uns. Ich werde alle Pokébälle haben. Aha.
Keins bleibt zurück. Oh nein, Polizei! Schatz, ganz ruhig. Ich habe einen Plan. Kinder, geht rüber. Keine Sorge, wir tun euch nichts. Wie wär's mit deinem Longlegs-Drink? Hier, trinkt aus. So ist es gut. Oh, das ist schön. Der Makeover-Zauber hat funktioniert. Niemand bewegt sich. Wer hat den Laden ausgeraubt? Die Longlegs. Wir sind unschuldig. Die Erwachsenen waren es. Wem soll ich nun glauben? Okay, keine Jokes mehr. Ihr seid verhaftet. Das funktioniert jedes Mal. Komm schon, Mommy. Lass uns mit dem Kochen anfangen. Wir mischen alle Pokémon und machen einen Poketrank. Lass uns ein bisschen zaubern. Wir kochen die Pokebälle. Wir werden den kniffligen Plan umsetzen. Was wir am Ende bekommen werden, ist ein unglaublicher Zaubertrank. Ein Pokéball, noch ein. Der Zaubertrank muss so heiß sein wie die Sonne. Wenn ein Mensch zaubert, kann das nicht gut enden. Und kochen. Und kochen. Pokepunch. Die geheime Zutat ist super wichtig. 100 Jahre alter Kaugummi, der mit Rost bedeckt ist. Und kochen. Und kochen. Pokepunch. Pokepunch. Oh, wir sind fertig. Komm schon, mach ihn auf. Unser Pokémon. Was ist das für ein Pokémon? Pichu. Pegachita. Kleinstein. Zubat. Und sogar das stinkende Giftlor. Und alle zusammen ergeben Multi-Pichu. Warte, wo bin ich? Das ist dein neues Zuhause. Wir sind deine Mom und dein Dad. Wo ist mein Verkäufer? Wir hatten so viel Spaß zusammen. Ja. Ihr seid nicht meine Eltern. Mach's dir gemütlich. Du kannst sowieso nicht weglaufen. Ich will wieder bei meinem Verkäufer sein. Wir sind deine Familie. Daddy, geh mehr Pokémon holen. Klar. Daddy Longlegs wird mehr Pokémon holen, um Spaß zu haben. Grün, blau, rot ist der Code. Sag es niemandem. Blau? Gelb? Was? Ich habe es mir nicht gemerkt. Ihr Lieben, helft mir. Wie lautet der Code? Kommentiert unten. Bitte. Pichu, was machst du da? Ich will nach Hause gehen. Schlag dir diese Idee aus dem Kopf. Ich brauche dich hier. Lade erst einmal meine Smartphones auf. Pichu, ich wähle dich. Benutze Elektrizität. Oh ja, kostenloser Strom. Und keine Stromrechnungen mehr. Was kommt als nächstes? Was wird der nächste Auftrag sein? Oh, stimmt. Glumanda, ich wähle dich. Entfache ein Feuer für mich. Okay, erledigt. Sonst noch was? Toll, Kleinstein, ich wähle dich. Ich will eine Massage. Oh, das tut so gut. Und jetzt der untere Rücken. Pass aber auf. So toll. Oh, es ist, als wäre ich wiedergeboren worden. Kann ich wieder in den Laden gehen? Nicht schon wieder. Was hast du gesagt? Hier, nimm einfach ein Beruhigungskaugummi. Oh ja, der wird dich beruhigen. Der hilft immer. Genau, kau weiter. Und hör gut zu. Wir sind deine neuen Eltern. Wir sind deine neuen Eltern. Ihr seid meine neuen Eltern. Verstanden? Alles klar. Und jetzt sehen wir uns die Talentshow an. Mein armes Pichu. Oh ja, ich habe eine Idee. Meine alten Pokémon. Endlich könnt ihr mir helfen. Ihr seht gut aus nach all den Jahren. Los geht's. Ups, das wollte ich nicht. Daddy, schau mal, wer da ist. Pichu, bleib hier. Jemand war hier. So, Ego, packe sie ab. Au, ist das ein Streichholz auf Bein? Okay, lass uns kämpfen. Roll weg!
Aha, das war's? Ich bin nicht ins Schwitzen gekommen. Oh, wow, du bist ein heißes Chaos. Reg dich ab. Cool, ich werde Marshmallows rösten. Ich meine, das ist ziemlich praktisch. Das war's. Ich muss das Feuer löschen. Es klemmt. Ach, egal. Es geht auch so. Hallo? Hallo, Enkel. Oma Longlegs, hey. Es ist eine Tragödie. Opa Longlegs ist tot. Er ist von uns gegangen. Was? Warum? Oh, oh. Was ist da drin? Ich bin gleich wieder da. Bleib da. Subat, du weißt, was zu tun ist. Was ist passiert? Es war eine schlechte Idee, in meine Küche zu gehen. Wer bist du? Ich? Ich bin Subat. Subat! Oh Mann, dein Atem stinkt. Igitt, stimmt. Willst du Kaugummi? Ja, danke. Kaugummi wirkt wahre Wunder. So, wir können weitermachen. Das war's. Du hast mich dazu gedrängt, meine Hände zu benutzen. Au! Oh, Moment. Ich schaue im Ofen nach. Beweg dich, Fledermaus. Was? Na gut. Geh zur Seite. Ich hol das Blech raus. Sieh mal, sie sind fertig. Da ist nichts. Was meinst du? Hier, Knockout! Der Knockout war für dich bestimmt, Mami. Mach mal eine Pause vom Kochen. Pichu, ich bin's. Hey! Lass uns schnell nach Hause laufen. Wir haben nicht viel Zeit. Nein, sie sind meine neuen Eltern. Pichu? Mew, sprich mit ihr. Oh nein, Mew! Du warst mal mein stärkstes Pokémon. Was kommt jetzt auf uns zu? Du wirst eingesaugt. Hey, Feuerkumpel, geh nach Hause. Du auch, Katze. Hey, klappt es nicht bei dir? Bist du eine Art Boogie-Pokémon oder was? Ist mein Gerät vielleicht kaputt? Daddy, lange Arme, feines Gehirn. Schmeißen wir ihn einfach aus dem Haus. Bye bye. Komm nie wieder zurück. Sehr schön, Mommy. Pichu, komm mit. Gib die Waffe zurück. Wir haben noch viel zu tun. Hol die Pokebälle raus, Daddy. Lass uns einen neuen Pokepunch zubereiten. Was macht ihr da? Warte, bis du es siehst. Geh in den Pokeball, Kleiner. Fabelhaft. Geschafft. Ist das heiß. Ganz ruhig. Was haben wir bekommen? Wahnsinn. Unser Multi-Pichu ist noch stärker geworden. Setz dich hin. Setz dich, Kleine. Zeit für eine Tasse Bubble Tea. Den könnte ich den ganzen Tag trinken. Ich auch. Ich hab Hunger. Nimm ein Kaugummi. Einen runden Kaugummi. Einen langen Kaugummi. Ich will kein Kaugummi. Wie kannst du kein Kaugummi wollen? Kaugummi? Hör zu. Mach eine Pause. Mach eine Pause. Nimm einen Kaugummi-Kuchen. Tu Kaugummi rein. Kaugummi-Teig. So etwas hatte ich noch nie. Warte, hast du ein Kaugummi-Hirn oder was?
Ah. Endlich hast du es verstanden. Ein Kaugummi-Bar ist das Beste, was es gibt. Direkt aus dem teuersten Laden. Die langen Arme sind toll. Juhu! Das war's. Ist mein. Was? Sie will nicht. Was soll das heißen? Keiner lehnt Kaugummikuchen ab. Hier kommt ihr Chuchu zu. Willst du einen Snack? Oh ja, dein Lieblingsessen. Guten Appetit. Guter Junge. Sehr gut. Der Teller ist leer. Das war's. Geh, geh. Es war eine gute Idee, den Zug zu trainieren. Siehst du? Jeder steht auf Kaugummis. Mach den Abwasch. Das werde ich nicht tun. Halt ab. Oh oh, wir müssen los. Wohin sollen wir gehen? Versteck dich. Wo sind diese Kaugummispinner? Glaubt ihr, ich finde euch nicht? Oh, sie hat uns gefunden. Was starrst du denn so? Hey, komm, lass das. Ich hab's kapiert. Ich verschwinde. Lauf, Mami, lauf. Mami, mach die Tür zu. Wir müssen uns verstecken. Steh auf, Daddy. Sie kommt auf uns zu. Hier, hinter der Lampe. Hier sind wir sicher. Sie kommt. Sie kommt. Wo sind sie? Verstecken sie sich in dem Gemälde? Wie lächerlich. Sie hat uns gefunden. Los, kommt da raus. Wir sind nicht deine Eltern. Lauf. Oh, ihr seid peinlich. Ich muss Pichu retten, bevor es zu spät ist. Au, das ist heiß. Ich komme, Pichu. Au. Au. Oh, ich bin zu alt, um mich so viel zu bewegen. Pichu, sieh mal. Ich rufe dich, Kleinstein. Es hat geklappt. Hey, Pokémon, geht zurück in eure Pokébälle. Pichu! Pichu, du bist wieder da. Ich hab dich so vermisst. Also gut, wir müssen zum Laden gehen. Die Verrückten können hier bleiben. Was machen wir jetzt? Lass uns die Tür schließen, damit sie nicht zurückkommen. Ich hab die Nase voll von Pokémon und Verkäufern. Entspann dich, Schätzchen. Wir rächen uns schon noch. Aber erst einmal... Oh, ein neues Opfer. Da ist sie. Was siehst du da? Was hast du vor? Du wirst es lieben. Oh ja.